Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir machen das ganz kurz und knackig heute. Ich hoffe, wir schaffen es in 4-5 Minuten mit dem ganzen Thema durch. Ich habe heute einen Co-Moderator dabei und das ist mein wunderbarer Hund, der ist da. Okay, der hat keine Lust, machen wir es alleine. Wie ihr im Hintergrund hier seht, wir haben zwei neue Maps, die mit dem letzten Update in den Gamefiles gerade eben gefunden worden sind. Ich habe das Ganze bei einem amerikanischen YouTuber, der heißt Nero Cinema, gesehen und habe mir gedacht, das muss ich euch zeigen. Es gibt zwei neue Maps und zwar Seaside Sunset, also Sonnenuntergang, und Firing Range Night. Sowas wie bei Black Ops 3 gab es ja auch diese Nachtmap, die man nicht laden konnte. Was für ein Schwachsinn eigentlich, aber warum auch immer, wir haben diese beiden Maps bei uns drinne. Es ist noch nicht raus, wann man sie spielen kann. Es ist noch nicht raus, ob sie was kosten werden, ob sie in einem neuen Battle Pass drin sind. Aber ein 11. Spezialist wurde ja bereits für Anfang bis Mitte Dezember vorgestellt bzw. angekündigt. Ich kann mir also sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn der erste Battle oder Season Pass, den wir jetzt aktuell erspielen, ersetzt wird mit einem neuen, dass auch diese beiden Maps mit dazukommen. Eventuell eine von den beiden Maps zusammen mit dem neuen Spezialisten. Das sieht absolut cool aus. Ich bin wirklich gespannt. Hier habt ihr auch noch als Beweis gleich das Gameplay-Footage, was hier so um mich herum gerade läuft sozusagen. Es ist also kein Fake. Es gibt diese Maps wirklich und sie kommen demnächst. Wir haben schon Ende November. Es wird also nicht mehr allzu lange dauern, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite, ich würde gerne mal wieder etwas Positives über Treyarch und Activision sagen. Wir kriegen neue Maps, das ist immer gut. Das Negative, es sind schon wieder Remakes von Maps, die wir bereits haben. Es sind nicht mal Remakes von irgendwelchen Maps aus BO1 oder BO2, sondern es ist mal wieder ein Remake von der aktuellen Map, die wir sowieso schon haben. Ob das gut oder schlecht ist, jeder von euch darf sich das für sich selbst entscheiden. Ich finde es nicht großartig, aber ich will das Negative heute nicht so mit in dieses Video nehmen. Deswegen, wir können uns einfach drauf freuen. Wir kriegen eine neue Map. Das ist nämlich dann die erste, die kommt. Die zweite davon kommt dann höchstwahrscheinlich kurz danach oder vielleicht auch gleichzeitig. Immerhin haben wir etwas. Ich finde es ganz geil, dass wir die Infos jetzt schon haben. Das heißt, wir wissen, es kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Jetzt gibt es nur noch eine Milliarde Kleinigkeiten und eine Milliarde große Sachen, die irgendwie noch geändert werden müssen. Und wenn wir das haben, dann passt das auf jeden Fall. Aber wenn ich mir so diese Maps angucke, das sieht schon ziemlich cool aus, um ehrlich zu sein. Das eine ist eben bei Regen, das andere ist bei Nacht. Da scheint sich auch sonst nichts dran geändert zu haben. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann sie kommen. Ich kann euch nicht sagen, wie man darauf kommt, dass die in den Gamefiles schon drin waren. Es ist aber gefunden worden und das ist das Wichtigste, was wir haben. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Infovideo gefallen. Mehr wollte ich heute gar nicht von euch. Ich gehe jetzt wieder zurück in meinen Stream, denn ich werde noch ein bisschen zocken und meine Saug endlich mal auf Gold bringen. Morgen bin ich im Stream wieder dabei. Ich bin immer noch dabei, diesen Turnierplan zu machen. Aber es haben so viele Teams abgesagt und zugesagt, dass ich aktuell nicht mehr hinterherkomme. Aber es gibt so viele Neuigkeiten bei Black Ops 4. Deswegen hoffe ich, Leute, lasst einfach ein Like da. Schreibt in die Kommentare, welche von den beiden Maps ihr geiler findet. Meine Stimme geht definitiv auf Seaside. Vielen Dank, Hund, dann ist er doch jetzt noch da. Ich finde Seaside geiler, ich mag Firing Range persönlich nicht, aber es ist nur eine persönliche Meinung, das gilt nicht für alle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt euren Freunden Bescheid, dass es neue Maps gibt. Macht die Kunde in der ganzen Welt. Und ich bin raus für heute, nur ein kurzes Video. Morgen könnt ihr euch auf was freuen. Ich habe da was vorbereitet und zwar, ich sag mal, Überschrift Titan Killer. Ich habe mir da ein bisschen was ausgedacht, wir trollen ein bisschen, wir haben ein bisschen Spaß. Wir sehen uns morgen, ich bin raus, haut rein.